Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Mit dabei wieder die Jenny, die Kadi, die Mandy und der Willi. Hallo! Genau, und wir haben schon ein bisschen was weitergemacht. Ich habe zum Beispiel hier mir schon ein bisschen Holz weiter reingemacht und genieße jetzt den wunderschönen neuen Tag. Irgendwie geht da hinten nicht alles gerade. So, und bei uns hier unten, die Leute bei mir haben schon gesehen, die Jenny ist bei mir sozusagen im Keller gelandet. Hier, wenn wir hier den Weg entlang gehen, kommen wir bei mir raus in meinem wunderschönen Haus. Welches nicht wirklich mein wunderschönes Haus ist, sondern das Haus von der Jenny. Ich kann hier gerade durch die Wand gucken und ich sehe, wenn ich durch die Wand gucke, sehe ich gerade euren Bereich. Ich gucke da nicht hin. Das FKK-Bereich. Das darfst du noch nicht sehen. Ja, ich gehe lieber zu den Bäumen und hole mir ein bisschen Holz. So, ich habe jetzt während der Pause von der letzten auf diese Folge hier unten die Höhle schon mal ein bisschen geleert und möchte jetzt weiter nach da unten buddeln, weil ich die Hoffnung habe, dass da noch ganz viel cooler Scheiß ist. Übrigens, dass die Blöcke so groß sind, ist anscheinend wirklich bei manchen Texture Packs oder bei manchen Versionen noch aktuellen Bug. Das heißt, das wird sich dann demnächst irgendwann mal beheben. Also, da müsst ihr leider gerade mit leben bei mir. Das geht ja nicht anders. Dann wurde mir gesagt, dass die Axt anscheinend aktuell mehr Schaden macht als das Schwert. Das kann ich fast gar nicht glauben. Ach, okay. Weil vor allem der Cleave vom Schwert soll ja ultra stark sein. Also ich glaube irgendwie gar nicht, dass die Axt jetzt mehr Schaden macht. Vielleicht ein ganz komischer Fehler, kann ja sein, ne? Weil, auch wenn du auf die Waffen drauf guckst, Moment, sieht man das gerade? Hier 9 Attack Damage und das Schwert hat tatsächlich 6 Attack Damage, das stimmt, aber dafür schlägt die Axt fast nur halb so schnell zu. Also im Endeffekt macht das Schwert mehr Schaden, ja? Mein Steinschwert hat sogar nur 5 Angriffsschaden. Ich habe ein Eisenschwert. Das ist ja vergleichbar mit dem, was vorher da war. Ja. Das heißt, wenn man den Cleave nicht nutzt, dann hat man quasi mit der Axt die sichere, ist man mit der Axt besser dabei. Das stimmt tatsächlich, krass. Ich weiß gar nicht, wie man den Cleave nutzt. Wie nutzt man den denn überhaupt? Immer so auf Midrange angreifen, dann machst du diesen Schwing. Immer kurz weggehen, dann wieder Schwing und wieder rangehen. Okay. Schwing. Schwing. Okay, muss man das auch immer rufen dann? Schwing? Ja. Okay, mache ich. Merke ich mir auf jeden Fall. Schwing. So, Mandy, wo brauchst du denn dann eigentlich? Ich hab mich jetzt so... Wenn du bei Cuddy bist und geradeaus zum Sand guckst, so. Ich komme einfach mal vorbei, Moment. Bin ich links auf so einem Hügelchen. Links auf einem Hügel, okay. Nicht auf einem Hügel, sondern nur auf einem Hügelchen, ja? Genau, auf die Betonung. Okay, vorne baut die Cuddy. Da hinten sind ganz viele Schweinlis. Da hinten hüpft die Mandy, ich sehe sie ja. Ein Schwein baut der Willi. Echt? Da hinten? Auf dem Hügelschwein? Nein. Ach so. Ich reagiere darauf einfach gar nicht mehr. Genau, da ist euer erstes Feld. Sehr gut, das ist ja gar nicht mal so weit weg von mir. Da müssen wir dann mal demnächst eine Verbindungsstraße mit der Schaufel ausheben. Nee, gibt's nicht. Ich bin dagegen. Okay, dann wohne ich halt alleine. Ja. Oh. Allein und abgeschnitten von der Zivilisation. Als ob ihr die Zivilisation seid. Das hier ist die Spaßseite, Fabi. Bleib auf der anderen Seite des Hügels. Ich kann doch eure ganzen kleinen Häuser in mein Haus stecken. So. Ich hab nur gar kein Haus. Ah! Oh, warte mal, das ist ja unvorteilhaft. Na, zumindest hast du schon mal einen Keller. Ja, und den teile ich mir auch noch. Das ist auch peinlich jetzt. Kein Platz mehr für die Erde? Okay, ich sollte mir mal eine Kiste bauen. Eine Werkbank habe ich ja. Einmal Kiste. So. Das ist nämlich langsam echt nötig mit der Kiste hier. Kisten sind wahnsinnig nötig. Ich merke das jetzt auch schon. Ich habe da oben nur eine Kiste aufgestellt und denke mir jedes Mal, ist das so voll hier? So voll. So voll wie ein russischer Elternabend. Was zum Teufel? Weil willst du wissen, wie voll der ist? Ich wollte gerade sagen, wir haben Russland als Nachbarn. Oh, ja, wenn gut. Die da abends alle mal zusammenkommen aus ihrem Haus, die haben ein zweistöckiges Haus und da wohnen gefühlt 800 Leute drin. Aber auch nur gefühlt. Ja, ich glaube, das sind sogar 799. Ach, als ob in einem Haus? In einer Wohnung. In einem Wohnung. Zimmer. Die teilen sich alle ein Bett. Die teilen sich auch alle ein Klo, das musst du dir mal vorstellen, wie schön das ist. Gewittert das gerade außen? Es gewittert, ja. Aber ich stelle gerade fest, Willi sollte ganz, ganz dringend seine Gefühle checken. Wieso das denn?
Naja, du hast komische Gefühle, wenn du, wenn da gefühlt, für dich gefühlt, so viele Leute drin wohnen. Oh Gott, das war ja ganz So. Also ich muss sagen, ich habe ein schön überdachtes Haus und ich genieße jetzt hier wunderbar das prasselnde Regenwetter auf meinem Dach. Du Angeber, was? Denkst du, du bist der Einzige, der ein Dach über dem Kopf hat? Hm? Ja. Jenny hat einen Dreckblock und zwar über dem Kopf. Ich muss dazu sagen, ich habe ja nicht mal ein Dach, ich habe nur einen Stock über mir. Aha, jetzt kommt es raus. Ja. Ich habe ein richtiges Dach, also hier. Mhm. Also ich habe ein Höhlendach über mir. Ja, mit Stein? Mit Dirt, die hält den Dirt über sich und dann läuft das immer an der Seite so als Matsch runter ihr in die Haare und so. Dörte. Mit Steinen, mit schönen, ich glaube das sind Pflastersteine, ne? Nee, Bruchstein. Bruchstein habe ich sogar gezählt. Habe ich gerade Brust gehört? Nein, Bruch. Nein. Oh, das ist schon wieder genau der richtige Zeitpunkt für sowas. Also mein Huhn, was ich hier dabei habe, das legt in einer Tour Eier. Also sehr praktisch, ja. Das ist geil. Guten Huhn haben wir dafür, jetzt nicht. Das habe ich aus Versehen eingemauert am Anfang, deswegen habe ich das jetzt schon. Das war supi. Ich habe hier ein Haus gebaut, da habe ich gemerkt, huch, da ist ja ein Huhn in dem Haus. Huch. Ja, urplötzlich. Hoppala. War da ein Huhn. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie... Tierquäler Fabi. Mord Hühner ein. Oh Gott, jetzt habe ich aber... Holla, die Waldfee. Das war nicht beabsichtigt. Da habe ich mir gerade mal das Licht ausgeknipst. Bist du tot? Hast du dich getötet? Nee. Ich hab die Lichtquelle Lava einfach zugebaut. Und da war es dann plötzlich dann doch ein bisschen dunkler als erwartet. Welchen Schwierigkeitsgrad bespielen wir denn jetzt eigentlich gerade? Kann man das nicht sehen, wenn man F3 macht? Das müsste Hardcore sein. Das könnte man aussehen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, auf Hardcore, wenn ich mich nicht ganz irre. Doch hier irgendwo stehen. Difficulty, nee. Also auf jeden Fall weiß ich, dass da unten doch stimmt. Local Difficulty ist 0,75, aber wir sind noch Day 0. Also wir sind steigender Schwierigkeitsgrad, aber noch am Anfang. Also noch. Wieso machen wir das so? Wieso nicht? Weiß nicht. Er könnte doch einheitlich bleiben. Nee, das wird immer schwerer. Finde ich das wieder gut so. Nicht, dass Langeweile aufkommt. Ja, also irgendwann kann man dann... Ja, irgendwann haben die Skelette dann einfach Diamond Armor und... Und brennende Deluxe-Pfeile des Todes. Super. Nee, also wenn ich mich dann zurückerinnere, weil als wir damals schon dann irgendwie 180 Tage drin hatten, da waren die halt manchmal mit Rüstung. Manchmal? Also die waren richtig böse teilweise. Ja, aber, aber Goldrüstung hatten die. Die hatten ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie die mega harte Sachen hatten. Also da waren ein paar böse bei. Nur ein paar. Haben mir gut wehgetan, ja. Es geht wieder das Problem, was ich hatte beim letzten Mal beim Zoo schon, dass ich einfach dazu neige, keine Schaufel zu haben und alles. Weil ich mal denke, ja komm, diese fünf Felder, die baust du kurz mit der Hand ab. Ja. Und dann werden aus den fünf Feldern doch irgendwie 28. Übrigens, da ich jetzt mehrmals schon gefragt wurde, wegen der Map vom Freizeitpark. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Möglichkeit gefunden, die 1,4 GB hochzuladen. Also, wird demnächst verlinkt werden, versprochen. Ganz dolle. Na, ich habe kein Holz mehr. Oh no. Noch Erde, so ein Dreck. Ha, verstehst du, so ein Dreck? Oh Gott. So. Braucht jemand zwei Türen? Ich hätte noch zwei Türen zu viel. Das fand ich auch lustig. Mein Haushühnchen ist totgegangen. Wisst ihr woran? Du hast es totgeschlagen? Nein, es hat sich in eine Fackel gestürzt. Was? Hä, seit wann geht das denn? Kommt mal bitte zu meinem Haus, wer das sehen will. Ich hab den Tatort. Ich hab den Tatort gesichert. Mach einen Screenshot davon. Ja, komm, das traut ihr euch doch mal bis zu mir her. Ich kann leider keine. Ich habe drei Skelette vor der Tür. So deep in der Höhle. Okay, also ich kann es euch so sagen, ihr könnt ja dann die Folge zur Not gucken. Ich habe eine Fackel als wie so eine Art in so eine kleine Einbuchtung reingesetzt, ja? Und jetzt rotiert hinter dieser Fackel ein kaltes Hühnchen und davor liegen zwei Federn. Also es hat sich ganz klar in die Fackel gestürzt. Aber seit wann geht das? Ich habe ganz im Ernst, Hühnchen. Ich weiß nicht, warum es das gemacht hat. Ich glaube, dafür gibt es keinen Grund, nur die Illuminaten.
Warum, Hühnchen? Warum hast du das gemacht? Oh. Ich koch's jetzt vor Trauer. Ja. Verdient. Toll, ich muss jetzt raus und Holz eigentlich holen. Gerade noch voll stolz vor 5 Minuten am Erzählen. Ja, ich habe ein Hühnchen eingemauert. Das ist jetzt bei mir im Haus. Ja, das hat mich super mit Eiern versorgt die ganze Zeit. Und jetzt? Ja, jetzt ist es weg, Fabi. Was wollte ich mir denn jetzt machen? Achso, ja, Fackeln, stimmt ja. Oh, der arme Fabi. Fabodabi. Jetzt müssen wir ihm aber einen Weg zu uns bauen. Sonst ist er ja ganz alleine. Das war alle, also meine ganze Gesellschaft, die ich hatte. Oh. Der kriegt's aber auch immer wieder hin. Ja. Immer wenn er sicher sein will. Warum singt der Willi schon wieder? Ich treff's nicht! Hilfe! Das sind ja Skelette. Wem ist das Haus mit dem Holzdach? Ich hab kein Holzdach. Ich hab kein Dach. Kadi, das ist ja gar kein Holzdach, das ist ja nur eine Fassade. Ja. Edge. Vor allem Edge, sie ist ja auch noch stolz darauf, dass sie kein Dach hat. So, Kadi, brauchst du zufällig Erde, weil ich muss hier irgendwie raus und deswegen müsste ich mal ganz kurz... Ja, danke, sehr gut. Renn! Was zum Teufel geht denn bei euch ab? Oh Gott. Oh, oh. Ich habe ein paar Zombies eingeladen. Oder oh, oh, fliegen Pfeile von rechts nach links. Das sieht gut aus. Ich kann euch retten. Tadam, tadam, tadam. Ich bin weg. Tschüss. Tadadadam, tadam. Ich habe ein Schild und die Gegend neben mir sieht aus, als wäre sie nicht da. Tadam, tadam, tadam. Es ist durchsichtig ab und zu, da kommt ein Zombie und ich hau's kaputt. Das war schon wieder angestrengt bei genug. Euch. Und noch ein Zombie und ich hau ihn auch kaputt. Wenn du wüsstest, was bei uns so alles los ist. Ja, ich merk's schon, bei mir ist tote Hose hier. Hose. Ja, der Zombie hat auch eine tote Hose hier. Ah, echt? Geil. Eine tote Rose? Oh, Kadi, da hast du ja schon, schon Glas und so. Ja, ich hab auch schon Glas. Was, echt? Ja, was, echt? Irgendwie bin ich so voll der komische Typ. Ich gehe zuerst in die Höhle und fahre mir die Hucke voll und dann baue ich irgendwann mal. Auch so welches, Fabi? Nein. Doch, eigentlich schon, aber jetzt noch nicht. Aber nein, aber ja. Fenster sind ein Luxus, die kommen erst später in mein Haus. Fenster werden überbewertet. Aktuell, das stimmt es tatsächlich, ja. Ah, stimmt, die Manni hat auch schon Glas. Oh, ja, ich sehe schon. Ja. Zombienanmarsch, schnelle Sandra. So, jetzt weg. Oh, ich hasse das. Fabi, da kommt ein Zombie auf dich, glaube ich, zu. Ja. Mir gehen immer die Werkzeuge dann kaputt, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Hast du eine Tür, Fabi? Ich hätte da noch eine. Ach, echt? Okay. Moment. Almosen für die kleinen Fabis. Nein. Dankeschön. Er hat die verbaute Tür genommen. Natürlich hat er die verbaute Tür genommen. Du hast mich gefragt, ob ich eine Tür will. Du hast nicht gefragt, welche. Das ist wieder so typisch. Lass mich doch blocken wenigstens, wenn du mich angreifst. Nein. Da ist die Mandy rigoros. Da sieht sie auch gar keinen Spaß mehr. Wenn es um ihre Tür geht, ne? Wenn es um eine Tür geht, hör mal. Schweinerei hier. Also ich meine, die Mandy hat ja nicht die Tür abgebaut. Ja, echt mal. Ich musste sie wieder dran setzen, weil Fabi sie sogar abgebaut hat. Ach, wie nett. Mhm. Ach du. Also, also kann das sein, dass Spinnen generell sehr, sehr wenig Schaden machen? Die hat mir jetzt persönlich so gut wie gar nichts abgezogen. Ich glaube, die hat mir sogar gar nichts abgezogen. Du Kacke. Bei mir ist ein... Enderman! Ja, ich der portet sich doch auf irgendwas ist der Aggro. Wo ist der? Der war eben auf deinem Dach, jetzt ist er weggeportet. Ich hab kein Dach. Achso, er steht neben dir. Was? Oh, hör auf ihn zu veräppeln. Du weißt ganz genau, was ich für eine Panik habe bei Endermans. What the fuck? Alter, das ist ja krass hier unten. Was denn? Ich hab hier so einen Spinnenspawner gefunden.
Ein Spinnenspawner. Geil. Ja. Manny und ich sind uns da einig. Yep. Yikes. Da vorne ist eine Hexe. Es wird Tag. Das ist der Willi. Nein, nein. Hey, warum bin ich eigentlich immer alles? Ich bin Schwein, ich bin... Dann ist der Willi ein Hexerich. Ein Hexerich? Ein Zauberer. Hexagon. Von der fröhlichen Oberwelt in das dunkle und böse Minengewölbe. Es wird gefährlicher in Minecraft. Und das auch in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann.